Am 30. September habe ich einen Brief zum Nachdenken an den Intendanten des NDR geschickt. Ich würde den gerne einmal verlesen. Ein persönlicher Brief zum Nachdenken. Sehr geehrter Herr Knuth, vielen Dank, dass Sie meinen ziemlich umfangreichen Brief Ihre geschätzte Aufmerksamkeit widmen. Die Situation in den Medien und der Politik in diesen Tagen stimmt mich sehr traurig und macht mich auch wütend. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie mit der aktuellen Berichterstattung tun? Sie berichten uns in einen dritten Weltkrieg hinein. Ich möchte mich hier lediglich auf zwei Sachthemen beziehen, die aktuell sehr wichtig sind und womöglich über unser aller Schicksal entscheiden. Thema Ukraine. Warum wird über die Referenden in der Ostukraine permanent als Scheinreferenden berichtet? Wer sagt, dass die Beitrittsbekundungen der Menschen vor Ort nicht echt sind? Soweit ich weiß, ist Herr Barb, das ist ein Journalist des NDR, zurzeit in der Ukraine, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Warum wartet man seinen Bericht nicht erst einmal ab und bezieht selbigen in eine sachliche Bewertung ein? Nach 2014 hat die Tagesschau noch korrekt über die Zustände in der Ukraine berichtet, über die politischen Akteure, Nazi-Verbände und die Zusammenhänge. Im November 2014 wurde über die Minsker Verträge berichtet. Wie kommt es, dass seit dem Einmarsch von russischen Streitkräften beim Thema Ukraine nichts mehr ist, wie es war, und einhellig und unkritisch die Meldungen der großen Presseagenturen verbreitet werden? Sind Sie sicher, dass dort nicht immer und ausschließlich die Informationen übermittelt werden, die den Interessen der USA und oder der großen Konzerne dienen? Wie kommt es, dass jeglicher sachlicher Diskurs in der Causa Russland unterbleibt und im Gegenteil jegliche kritische Äußerung sofort als die eines Putin-Verstehers oder Ähnliches eingeordnet wird? Die Sprengung der beiden Erdgaspipelines. Ein weiteres Thema ist der vor kurzem erfolgte Sabotageakt auf die Nord Stream 1 und 2 Leitungen. Niemand der Redakteure scheint sich auch nur im Ansatz ernsthaft der Wahrheit nähern zu wollen. Dabei gibt es eine Menge Indizien und Tatsachen, die offenbar bewusst außer Acht gelassen werden, um Putin die Schuld in die Schuhe zu schieben. Hier die Zusammenfassung der Fakten rund um Nord Stream. Fakt ist, am 26.09.2022 wird ein Sabotageakt an Nord Stream 1 und 2 durchgeführt. Die Medien beachten dieses Ereignis kaum und erst am nächsten Tag, nach einigen Veröffentlichungen, kommen die Meldungen auch in der Tagesschau an. Bereits 2014 sprach Condoleezza Rice davon, dass die Zeit gekommen ist, den Russen ihre Einnahmequellen zu nehmen. Am 7.2.2022, Joe Biden äußert sich zu den Nord Stream Pipelines und sagt, dass er bereit wäre, alles zu tun, um diese zu verhindern. Ab dem 5.6.2022 startete Baltops 2022 eine United States und NATO Großübung in der Ostsee. Bei dieser Übung wurde unter anderem Folgendes geschrieben. Zur Unterstützung von Baltops hat sich die 6. Flotte der US Marine mit Forschungs- und Kriegsführungszentren der US Marine zusammengetan, um die neuesten Fortschritte in der Minenjagdtechnologie für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in die Ostsee zu bringen und die Wirksamkeit der Fahrzeuge im Einsatzszenario zu demonstrieren. Am 9. oder 10.06.2022 tauchte Greenpeace mit ihren polnischen Aktivisten zu den Pipelines herunter, um gegen sie zu demonstrieren. 14.06.2022, Luisa Neubauer sagt, wir planen eine Pipeline in die Luft zu jagen. Dabei ging es um eine andere Pipeline, es zeigt dennoch die radikalen Gedanken in der linksgrünen Bewegung.
Am 23.08.2022 fordert Polens Präsident Duda den Abriss der Nord Stream 2. Am 2.09.2022 werden exakt über den nun defekten Stellen bei Nord Stream 1 und 2 US-Flugzeuge und Hubschrauber beobachtet. Am 21.09.2022 tauchen in Sewastopol bis heute unbekannte Über- und Unterwasserdrohnen auf. Am 22.09. diesen Jahres teilt der russische FSB mit, einen Anschlag seitens der ukrainischen SBU auf die Turkstream vereitelt zu haben. Tag des Geschehens, 21.09.2022. Am 22.09. passiert ein großer US-Flottenverband exakt die Stelle der Lecks in den Pipelines. Am 19. und 26.09. patrouillieren in der Nähe US-Luftstreitkräfte. Am 27.09. wird die Baltic Pipe, ein strategisches Infrastrukturprojekt zwischen Polen und Norwegen und Dänemark, eröffnet. Am 27.09. bedankt sich Radek Sikorski bei den USA für die Sprengung der Pipeline. Diesen Tweet hat er wieder entfernt. Ein russisches Schiff wurde nur ein einziges Mal gesichtet, und zwar mitten bei der NATO-Übung am 27.06.2022. Es wurde gesehen und verjagt. Tun konnte die kleine Korvette rein gar nichts. Und die Schlussfolgerung? Die deutschen Medien und insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien fangen aktiv an, den deutschen Bürger darauf vorzubereiten, die Schuld dem Russen anzuhängen. Nun, sie bereiten es nicht vor, sie tun es bereits. Ist euch Medienmachern klar, was ihr da tut? Wenn das die offizielle Position der deutschen Bundesregierung sein wird, dann muss Artikel 5 NATO-Bündnisfall ausgerufen werden. Ist Ihnen, Herr Knuth, bewusst, was der NDR, die ARD, mit dieser unwahren Berichterstattung auslöst? Ein dritter Weltkrieg darf niemals das Ziel sein. Jeder muss alles in seiner Macht Stehende tun, um eine solche Entwicklung zu verhindern. Und insbesondere wir mit unserer Vergangenheit sollten doch aus früheren Fehlern gelernt haben. Wie vermisse ich die früheren Presseclubs, in denen am runden Tisch sehr interessante Gespräche zum aktuellen Zeitgeschehen geführt wurden. Und so möchte ich Sie fragen, wer hat ein echtes Interesse daran, diese Pipelines nie, in Klammern wieder, in Betrieb zu sehen und insbesondere Deutschland vom günstigen und verlässlich strömenden Russengas abzuschneiden? Wer liefert stattdessen vollkommen überteuertes und umweltschädliches Fracking-Gas nach Europa? Wer hat ein Interesse daran, einen dritten Weltkrieg hier in Europa weit weg vom eigenen Land zu entfachen, um eigene geopolitische Interessen durchzusetzen? Wer hat ein Interesse daran, deutsche Ingenieurskunst und russische Bodenschätze dauerhaft getrennt zu sehen? Wer hat durch permanente NATO-Osterweiterung bestehende Absprachen gebrochen und damit die Sicherheitsinteressen Russlands massiv verletzt? Wer hat durch die Errichtung zahlreicher Biowaffenlabore, unter anderem in der Ukraine und Georgien, die Sicherheitsinteressen Russlands verletzt? Wann findet ernsthafter Diskurs über kritische Themen beim NDR und der ARD wieder statt? Und nun bitte ich Sie, Ihre Arbeit zu tun. Sorgen Sie für gute Recherche, befreien Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von fremder Einflussnahme und berichten Sie endlich, wie es der Medienstaatsvertrag und das Grundgesetz gebietet. Ehrlich, kritisch und ausgewogen. Seit nunmehr 12 Wochen stehen wir als Initiative Leuchtturm ARD deutschlandweit vor den Medienhäusern. Wir setzen uns für eine starke vierte Säule der Gewaltenteilung ein. Nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Dafür bezahlen wir sie und wir möchten uns darauf verlassen können, dass der NDR und die ARD insgesamt ihrem Auftrag nachkommen und die Bevölkerung neutral, ehrlich und unabhängig informieren. Auf dass wir souveräne Bürger wieder fundierte und kluge Entscheidungen treffen können. Mit freundlichen Grüßen.
Es gibt noch viel mehr Themen. Lassen Sie uns an runden Tischen über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen. Ich muss dazu sagen, ich habe für alles Quellen beigefügt. Für alle Behauptungen, die ich aufgestellt habe, also so, dass man das nachvollziehen kann.